Wenn du dich gefragt hast, lohnt sich ein Helikopterflug über New York, möchte ich dir das hier mit einem Ja beantworten. Welche Touren gibt es? Es gibt verschiedene Touren. Mittlere, kurze und lange Flüge. Preise starten so um und bei $200. Sie starten hier am Downtown Manhattan Heliport, dann heben wir ab, fliegen in leichten Bogen an Brooklyn vorbei, an Governors Island, sind dann bei der Statue of Liberty, sehen sie dann von oben in einer ganz tollen Perspektive und fliegen dann den Hudson River hoch. Und abhängig davon, welche Tour ihr gebucht habt, geht die eine Tour, diese kurzen Flüge, 12 bis 15 Minuten, gehen ungefähr bis auf die Höhe vom Central Park. Die mittleren fliegen noch ein Stück weit über den Hudson River hinweg. Und die ganz langen Flüge, die drehen vorher noch eine Kurve von hier in die Richtung bis zur Verrazano Bridge. Einfach nur grandios. Grinsen geht gar nicht weg. War so schön. Ich sag danke. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Euer Steffen von Love in New York.